Ausgerechnet deutsche Unternehmen planen eine weitere spektakuläre Mondlandung. Das Projekt Mission to the Moon eines Berliner Startups wird beispielsweise von Audi und Vodafone unterstützt. Und schon im kommenden Jahr soll das erste privat finanzierte und unbemannte Raumschiff nach 384.400 Kilometern Reise auf dem Mond aufsetzen. Zwei Rover sollen dann den Landeplatz der Apollo 17 Mission besuchen. Wie sehen die Pläne konkret aus und wie realistisch ist das Ganze? Herzlich willkommen bei Klicks zum Science Fiction. Ein verrücktes Projekt. So ein Projektleiter von Audi über die Mission to the Moon. Ursprünglich hatten 6 Ingenieure und Wissenschaftler im Jahr 2007 die Idee, die erste private Mondmission ins Leben zu rufen. Sie gründeten ein Unternehmen namens PT Scientists, das mittlerweile 46 Mitarbeiter beschäftigt. Der krasse Plan, eine Falcon 9 Rakete soll schon 2019 von Cape Canaveral in Florida auf in Richtung Mond starten. Und die Verantwortlichen der Mission to the Moon backen keineswegs kleine Brötchen und vergleichen das ganze Projekt mit dem Apollo-Programm, an dem über Jahre hinweg knapp 40.000 Menschen getüftelt hatten. Der Fahrzeughersteller Audi ist im Jahr 2014 in die Mission eingestiegen und zuständig für die technische Unterstützung und die Kommunikation über das ganze Projekt. Beispielsweise war das Unternehmen an der Energieversorgung und dem Antrieb beteiligt und hat zudem dazu beigetragen, den Rover leichter zu machen. Sein Name Audi Luna Quattro, der mittlerweile nur noch 30 Kilogramm wiegt. Dazu ein Sprecher. Für uns als Audi ist es sehr spannend, in das Thema Raumfahrt einzusteigen. Raumfahrt ist das Thema des 21. Jahrhunderts. Und jetzt noch ein paar Details zum Rover. Sein Motor läuft auf Solarbasis, das heißt, die Energie wird aus der Sonneneinstrahlung gewonnen. Die Räder der Leichtbaukonstruktion bestehen aus Aluminiumlegierung, werden per 3D-Druck hergestellt. Getestet wurden sie in einem Becken im Vulkansand. Er hat Allradantrieb und soll mit der Landefähre Alina tatsächlich über LTE-Mobilfunk kommunizieren. Dafür sitzt die Vodafone-Tochter Bell Labs mit im Boot. Und Vodafone plant ernsthaft, ein LTE-Netz auf dem Mond aufzubauen und somit eine Kommunikationsinfrastruktur für kommende Mondmissionen anderer Unternehmen zu errichten. Klingt verdammt nach einer großen Marketinggeschichte, aber das bestreiten die beteiligten Unternehmen und Forschungsteams hartnäckig. Demnach seien die Apollo-Missionen nichts anderes als PR gewesen und es sei lediglich darum gegangen, Flaggen in den Mondboden zu rammen, heißt es in Interviews. Ja, man habe natürlich schon gewisse Erwartungen an das Projekt, das am Ende auch nützliche Ergebnisse und Inspiration liefern soll, so heißt es von offizieller Seite. Inhaltlich soll es dabei vor allem darum gehen, das Lunar Rover Vehicle LRV von Apollo 17, das seit 50 Jahren dort oben steht, wissenschaftlich zu untersuchen. Was ist seitdem mit ihm passiert? Gibt es mittlerweile Staub auf dem Fahrzeug? Und sind die Gurte bereits verrottet oder noch als solche zu erkennen? Fragen über Fragen, auf die die Mission to the Moon seriöse Antworten geben will. Natürlich in Live-Bildern, die Red Bull, nur um nochmal eine Marke zu droppen, direkt zur Erde übertragen will. Und na klar ist an dieser Stelle ganz klar festzuhalten, dass den Verantwortlichen natürlich sehr an einer weltweiten Medienpräsenz gelegen ist. Und selbst wenn die Mission to the Moon scheitern sollte, ist ihr eine gewisse Aufmerksamkeit natürlich nicht zu verleugnen. Zurück zum Inhaltlichen. Insgesamt sind 3 Missionen geplant. Die seien bereits fix gemacht. Alle Frachtplätze an Bord von Landefähren und Rovern bereits verkauft. Der Käufer der gesamten 3. Mission ist tatsächlich die Europäische Weltraumagentur ESA. Auf mehr als 200 Millionen Euro belaufen sich die Kosten dafür. Das Ziel der 3. Mission ist übrigens der Südpol des Mondes, wo der Rover 1 Liter Wasser gewinnen soll, das dort vermutlich gefroren vorkommt. Auch hier betonen die Verantwortlichen die große wissenschaftliche Bedeutung. Zudem habe das ganze Projekt auch eine Botschaft an alle Leute da draußen. Zitat: Du kannst in den Weltraum fliegen und du kannst dein Leben damit bestreiten. Bevor die Mission to the Moon dann tatsächlich auch startet, gibt es allerdings noch viel zu tun. Die Endmontage steht noch aus und auch an der Flughardware wird noch intensiv gearbeitet. Zudem sollen vor dem Start noch Analogtests durchgeführt werden, ähnlich wie beim Apollo-Programm, als die NASA komplette Missionen auf Hawaii durchgespielt hat. Denn die Bedingungen auf dem Mond sind nicht ohne. Sein Boden ist 120 Grad heiß und die Sonne strahlt erbarmungslos herab. Die Umgebungstemperatur des Weltraums liegt bei minus 270 Grad Celsius. Das müssen die Batterien des Luna Quattro erst einmal aushalten. Es wird sich also in der nächsten Zeit schon zeigen, wie ernst man die Mission wirklich nehmen kann. Denn ihr wisst alle, auch ein Elon Musk arbeitet mit Hochdruck
am selben Ziel. Ja, wenn ihr kein Video verpassen wollt, denn das passiert, wenn ihr euch auf die Abo-Box von YouTube verlasst, dann solltet ihr mich bei den Messengern, bei WhatsApp und so weiter adden. Das Ganze geht gleich hier. Dann werdet ihr von mir vor allen anderen über die neuesten Videos informiert, täglich und garantiert. Außerdem solltet ihr unbedingt meinem Schwesterkanal folgen. Klickt zum Social and Media und wenn ihr ihn abonniert, das geht auch hier, unbedingt nicht vergessen, die Glocke, da erfahrt ihr täglich Neues aus der Social Media Welt. Und ansonsten würde ich euch noch dieses Video empfehlen, da geht es auch um Mondmissionen. Ansonsten bis dann, bleibt dran.